Ah, es regnet. Ich mag Regen, wirklich. Solange ich nicht nass werde. So, der Geruch, die Frische. Das klingt komisch. Gut, wir machen weiter hier mit dem Wendelberg. Wir sind im Begriff, den Wendelberg quasi rückwärts wieder hochzulaufen, weil wir einen aller Kunden... Wofür ich Löcher graben, willst du wissen? Naja, frag dich doch mal selbst, wofür du eigentlich kämpfst. Um meine Pokémon zu stärken, Orden zu sammeln, die Pokémon-Liga zu schaffen und nicht zuletzt meine Abonnenten zu unterhalten. Lieber Matt Wow. Und ja, da möchte ich gerne auf Kritik eingehen. Es gibt ja viele Formen von Kritik, ja? Die Hater und über die muss man einfach drüber stehen, ist ja ganz klar. Aber unter den Pokémon-Liga-Parts gab es schon Kritik, sachlich, und das finde ich gut, von 3-4 Leuten. Das sind nicht viele, aber das sind welche und wir wollen nicht vergessen, dass auch viele einfach keine Kommentare schreiben, die vielleicht dieselbe Ansicht haben. Und deswegen kann ich gerne... Ja, Erdbeben! Ist klar, das arme Slimog. Das überlebt er nicht. Ja, gut. Dann halt nicht Slimog. Abmurai los. Ja, Freunde. Es geht darum, dass ich überlevelt gewesen bin. Wäre... Beim Champ, bei Lilia, ich war 5 Level höher, ich glaube, die war immer so 57 und ich war 62, sowas in der Art. Vielleicht nochmal 6, 7 Level höher, höchstens. Erstmal die Frage, findet ihr das schlimm? Man muss schon sagen, das Spiel generell, ich habe mal nachgeschaut, in der Komplettlösung oder in der Bedienungsanleitung von Rot-Blau, da stand es auch, dass man eigentlich dafür sorgen sollte, dass man über dem Durchschnitt bleibt, ja. Man bekommt es ja ganz am Anfang, man bekommt ein Starter-Pokémon auf Level 5 und die ersten Trainer und wilden Pokémon, die Gegner sind immer ein Stück weiter unter einem. Und so verfahre ich damit eigentlich auch weiter. Was jetzt manche meinten, der Champ und die Pokémon-Liga, die wären so langweilig gewesen, weil ich halt überlevelt gewesen bin. Irgendwo verstehe ich das. Es wäre spannender geworden, wenn ich auf dem gleichen Level gewesen wäre. Und da kann ich mal sagen, okay, die Rückkämpfe kommen, dann werde ich... mich nicht höher leveln oder ich weiß noch nicht, wie es kommt und so, aber da will ich auf jeden Fall, dass die Leute da ihre Befriedigung bekommen. Ja, offensichtlich. Ich meine, wenn ich groß fehle und so, die Leute mögen das nicht. Wandel dich, Wendelberg. Singenheit hat mich auf. Wenn ich fehle, die Leute mögen das nicht und wenn ich es durchschaffe, ich habe mir halt auch Mühe gegeben in der Pokémon-Liga, so ist es nicht. Auf dem Wendelberg die Nummer 1 in Sachen Taktik ist? Na, ich natürlich. Ich bin nicht wie die und sage, ich bin die Nummer 1. Ich bin ein ganz normaler Pokémon-Zocker. Die meisten von euch, die ihr zuschaut, gebt zu. Ihr wisst nicht von allen 700 noch was Pokémon, den Typ in- und auswendig, plus 2 Typ und genau was darauf effektiv ist. Ja, und ich habe Defizite bei manchen Typen. Ist ja ganz klar. Ich muss auch sagen, ich habe schon dazugelernt im Laufe der Jahre als Let's Player in Sachen Pokémon, ja. Ist mir inzwischen noch mehr in mein Gehirn eingetrichtert worden. Dank euch, ja. Ich wachse durch euch und das kann gerne so weitergehen. Solange das alles einen angenehmen Ton hat. Nun, was ich halt stolz war bei der Pokémon-Liga, ist halt einfach, es geht für mich darum, dass man ein Team aufbaut, das bestehen kann. Und das ist quasi die Endabrechnung, die Pokémon-Liga. Ist ja jetzt nicht mehr so, weil es gibt noch so viel Postgame. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und alles, was im Spiel vorhanden ist. Ein Calcium, ein KP+, und da mal Protein. Ich setze es ja alles ein. Damit ich einfach so gut wie möglich abschneide. Das ist eigentlich das Ziel. Soll ich absichtlich mir Hürden einbauen, damit... Ja, Hürdenmodus, das ist... Nein, ja, warum? Das Spiel hier ist blind für mich und ich will eigentlich mein Bestes geben. Und da war ich eigentlich echt glücklich, dass ich in der Pokémon-Liga nicht groß gefailt habe. Und dann ist es manchen auch wieder nicht recht gewesen, ja. Es ging mir nicht so um den Level, es ging mir darum, dass ich halt nicht ganz dumm agiert habe. Sprich, der Champ hat einen Lapras, ich setze meinen Magnezone ein. Dann kommt ein Stolos und ich setze meinen Arcani ein. Ich hätte es auch andersrum machen können, ja. Gegen Stolos, Boden mit Magnezone hätte es nicht so gut ausgesehen und gegen Lapras mit Arcani hätte es nicht gut ausgesehen. Zugegeben, das wäre echt doof gewesen und da hätte ich Kritik durchaus verstanden. ich verstehe die Kritik auch so. Nur, ich habe mir halt Mühe gegeben, auch die Top 4 mit ihren vorrangigen Typen waren, wie soll ich sagen, eigentlich so Typen, wo ich nicht hundertprozentig die Antwort drauf weiß. Gift, Psycho, was hatten wir noch? Weiß ich schon gar nicht mehr. Jedenfalls kein
Feuer, Wasser, Pflanze, ne? Schere, Stein, Papier ist mir auch klar. Ich baue mir immer so Eselsbrücken zum Beispiel. Wasser leitet also. Elektro ist sehr effektiv auf, na sag schon. Elektro ist sehr effektiv auf Wasser. Oder steter Tropfen hüllt den Stein. Bedeutet, Alter, Bolterus. Was machen wir gegen Bolterus? Ich hatte gedacht, er muss doch, Stahl, Bodenstein? Ja, Stein. Der ist kein Stahl, glaube ich. Das war der Witz. Okay. Rihorn, ja, auch den spülen wir am besten weg. Oh, sehr starkes Pokémon, Weiterentwicklung von Rizeros. Bekam Rizeros erst in der 4. Gen. Ja, wie gesagt. Oder Unlicht wurde erschaffen, um die Psycho-Pokémon eine Schwäche zu geben. Und. All das. Ich bitte euch einfach, ich nehme die Kritik zu Herzen. Das im Ernst. Sorry, wenn 5 Level höher wirklich manchen zu viel waren. Es ist ja nicht so, wie man ganz früher, also wirklich, kennen Leute und auch haben schon viele in die Kommis geschrieben, spielen Pokémon so durch, dass sie ihren Starter nur trainieren, bis auf Level 100 quasi. Und dann mal weitersehen, ne? Unser Job ist Tag für Tag echte Knochenarbeit und unsere Angriffe sind markerschütternd. Wer ist denn Mark? Nee, und ja, ich verstehe. Ich verstehe. So, und das Thema Nuzlocke Challenge, Wonderlock, Randomizer. Ganz ehrlich, sowas gab's ja. Das sage ich immer wieder, das gab's ja schon immer. Und schon 2010, wo ich angefangen habe mit Let's Plays. Ihr wisst, ich bin durch Let's Plays erst gekommen über den Pokémon-Let's Player Undergaland. Und der hat, was weiß ich, wie viele Challenges schon gemacht. Hat Murai wieder, in der Hoffnung, dass Kiesling jetzt nichts Vernichtendes anrichtet. Ja, dadurch war mir das schon bekannt. Aber ich wollte lieber, ich sag mal, normal spielen. Vor allem bei Spielen, die ich schon kenne. Die hier kenne ich noch gar nicht. Zum Beispiel. Und so Nuzlocke hatte ich nicht angeplant. Ihr wisst, früher hatte ich auch viel zu tun mit dem guten Regibank, der auch schon sowas von Anfang an gemacht hat. So. Ab und zu haben so Leute mal was gefordert. Aber seit einiger Zeit fordern es immer mehr. Und das kommt halt wirklich einfach durch meinen Kollegen, der Domtendo, der auch angefangen hat mit diesen Challenges. Da sind wir ganz ehrlich, weil seitdem kommen immer mehr Leute und sagen und fragen und sagen, hier, mach mal einen Nuzlocke, mach mal einen Wonderlocke. Oder sagen, mach mal einen Randomizer und denken, das ist eine Nuzlocke. Oder sagen, mach einen Nuzlocke und denken, das ist eine Randomizer. Weil es einfach noch nicht so viel. Toll, das ist ein Georock. Das war jetzt nicht die beste Wahl. Nehmen wir Knirscher. Nomsky. Explosion, ja, ist eine E-Wumpe. Explosion. Ist halt wirklich so. Seitdem ist die Anfrage so gestiegen. Und da gibt es wieder die andere Rubrik. Ich will ja mit dem Kollegen immer möglichst, gerade weil immer gesagt wird, bitte voll der Nachmacher. Nur weil wir viele Spiele haben, die beide gerne zocken. Und da geht man sich aus dem Weg, wo man kann, ja, um sich gegenseitig nicht quasi im Weg zu stehen. Quasi, ich Y, RX oder ich Omega Rubin, R Alpha Saphir und es wird mit Sonne und Mond wahrscheinlich auch wieder passen. So. Ja, und deswegen will ich auch ungern, wenn ich da jetzt Nuzlocke anfangen würde oder angefangen hätte vor ein paar Monaten, hätten alle gesagt, jetzt machst du ja voll Domtendo nach, ne? Obwohl ich mir eh jeden Tag anhören muss, ne? Aber das ist wieder die Rubrik Kritik oder Hater, die, ja, die ich nicht mehr so ernst nehme wie sachliche Kritik. Und deswegen, ich sag dazu, sag niemals nie. Vor allen Dingen habe ich ja auch vor, eine Randomizer zu machen. Aber das dauert alles noch. Wir müssen ja erstmal Sonne, Mond und ich weiß ja nicht, das dauert ja noch ewig. Also irgendwann nächstes Jahr ist vorbei und NX und das ist alles Zukunftsmusik mal. Na schön, jetzt zeige ich dir die Früchte meines täglichen Trainings. Zeig mir deine Früchte. Ne, deswegen würde ich da die Kirsche im Dorf lassen. Oh, Dreierkampf, wie nice. Also ihr wisst, ich habe Bock auf Diamant, ihr wisst, ich habe Bock auf Kristall. Und ich habe da wirklich was vor, was manche noch gar nicht so kennen. Nur die ganze Nuzlocke, Wonderlocke, da kann ja so schnell was schief gehen. Es ist von den Entwicklern ursprünglich ja nicht so gedacht. Ja. Vielleicht gibt es es mal, aber
Ich schätze, es ist echt nicht mein Ding. Man kann sich drauf einlassen, aber ehrlich, ich ziehe lieber wirklich groß mein Team auf und kann am Ende des Let's Plays sagen, so, ich bin stolz auf die Leute. Ah, so würdest du Symbolara mit in den Tod reißen. Du machst X-Bug fertig. Du gehst mal mit Psychokinese auf Tauros. Und das ist ein bisschen schlecht hier. Knirsche auf Karippas. Wenn das so funktioniert. Also, ich bin immer noch ich. Ich bin immer noch Let's Play Markus. Ich mache mein eigenes Ding. Und ja, das mit dem 5 Level höher sein, das tut mir echt irgendwo leid, weil ja, man will ja seinen Abonnenten möglichst alles recht machen. Aber es ging halt auch darum, ihr wisst, wir haben über 3 Parts in der Siegestraße abgehangen. In langen Parts, wohlgemerkt. Und ich hatte eigentlich vor, dass dann... Es hätte sich ja noch viel mehr gezogen, wenn ich vorher kein Offscreen-Training gemacht hätte. Darum geht's. Ja, das war klar. Sowas war klar, das war abzuschätzen. Tschüss, Akani. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Karippas... Wir haben noch Max Sachs. Karippas auch Boden ist, ne? Auf jeden Fall Wasser. Das sieht doch halt aus. Ich mache mal halt viele Typen, wenn ich nicht weiß, was für ein Element die haben, dann versuche ich anhand ihres Aussehens abzuleiten. Man kann schon oft sagen, Blau, Wasser-Pokémon, Rot, Feuer-Pokémon und so weiter. Das stimmt ja nicht immer. Ist ja völlig richtig und naja. So, Karabas bitte. Und Drachenklaue. Ihr versteht. Magnezone. Ja, der Typ, der eigentlich schwebt, aber trotzdem keinen Schweber hat. Ich hoffe, ich bin halt normaler Pokémon-Zocker. Ich gebe mir meine beste Mühe, euch zu unterhalten und, ja. Deswegen. Waren jetzt ein paar Stimmen. Viele wird es wahrscheinlich gar nicht gestört haben. Trotzdem gehe ich auf die Kritik ein und hoffe, da ist alles klar. Wenn noch irgendwas ist, ab in die Kommis. Ich bin für euch da. Ich bin da. Ich glaube, Max Sachs erreicht ihn überhaupt nicht. Wir hatten das Thema ja schon mal. Aber das muss funzen. Und tschüss, Mann. Geh baden. Wunderbar. Ich freue mich auch, dass wir mal drüber reden konnten. Also ich war eigentlich schon echt... Ich habe mich so gefreut, dass ich halt immer auf was eine Antwort wusste. Aber selbst wenn, wie gesagt, es ist das Thema, man kann es nie allen recht machen. Okay, bin gespannt, wie lange hier der Wendelberg noch geht. Eigentlich sind wir schon recht weit oben. So, hier mal ein Leichtstein. Im strömenden Regen, wobei die paar Fetzen da, die gehen schon klar. Und du? Im Winter ist der ganze Wendelberg mit Schnee bedeckt und alles ist strahlend weiß. Ja, da kommt man, glaube ich, ziemlich schnell nach oben und unten. Aber ist mir eigentlich recht, dass wir das so erkunden. Hey, reimt sich sogar, und das war. Oben und unten, alles erkunden. Tschum, tschum, tschum. Ja, ich muss sagen, die fünfte Gen macht mir auch echt Spaß. Die ist einfach solide. Die ist solide. Mit Pokémon Sonne und Mond werden wir wieder etwas haben, was viel ausprobiert und experimentiert, wo wir viel gucken müssen, wie ist eigentlich der Aufbau. Guck mal, wir sind wieder bei ihm. Oh, Markus, ich verstehe. Du schreibst also die Lande und stellst dich auf diese Weise. Schon klar, dir stehen eben noch allerlei Kämpfe bevor, nicht wahr? Doch einen Pokémon-Kampf tritt man nicht nur als Trainer an, es geht auch darum, wie man als Mensch leben will. So manchen Kampf verliert man zwar, doch Hauptsache man bleibt sich treu. Da sagt er es, er sagt's. Seht ihr? Und man hat auf jeden Fall gewonnen, wenn man es schafft, sich selbst immer wieder zu übertreffen. Das sind die Worte für das Thema dieses Let's Plays. Nur denn, ich erwarte dich in der Pokémon-Liga. Was, schon wieder? Ja. Wie gesagt, Rematches, da werde ich es für die Leute, die die Kritik hatten, dann doch spannend gestalten und wahrscheinlich voll ablösen. Nein, Spaß, werden wir sehen, werden wir sehen. So, ich glaube, jetzt haben wir diese Route erledigt, ne? Wir waren ja hier schon mal. Turm des Himmels, Drachenstiege, haben wir alles. Gut, haben wir das abgeschlossen. Ich würde sagen, dann... Achso, die schwarze Stadt. Aber ich gehe jetzt erstmal von Stratos City hier in die Ecke. Wenn keiner was dagegen hat. Machen wir das so. Trainer, ich komme! Woo! Ist halt so. Es ist halt so, das ist Pokémon. Und es zieht sich. Aber wenn wir erstmal alles erkundet haben,
beginne ich mich zu informieren, was für Legis gibt es, was kann man machen, was soll man machen. Haben schon viele Listen in die Kommis geschrieben. Bin ich echt dankbar, ellenlange Listen. Die hat YouTube hat ja so einen Filter. Erstmal so Wörter, da wo ich schreiben kann, keine Ahnung. Schimpfwörter, die keiner sagen soll, dass die direkt gefiltert sind. Dass so Kommentare nicht öffentlich gemacht werden. Und es gibt es als Spam gekennzeichnet. Wenn zum Beispiel ihr unter jedem YouTube-Video schreibt, ey, guckt mal auf meinen Kanal vorbei. Copy und Paste. YouTube merkt das und schaltet eure Kommentare einfach nicht mehr öffentlich. Sondern die YouTuber selbst müssen entscheiden, wollen wir das sehen oder nicht. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, also wenn wir das nicht sehen wollen, dann, ne? Meistens denken diese Leute auch, ja, schreibt unter jedem Let's Player oder bei jedem YouTuber das und am Ende wird es dann irgendwie jeder sehen. Nein, es sieht dann erst recht keiner. Das ist der Witz. Und da wird was auch reingepostet wird, sind halt, wenn Links oder viele Links, ich glaube jeder Link, wenn ihr einen Link in einen Kommentar postet, landet es unter dem Spam-Ordner. Ich muss es erst freischalten, wenn ich es als würdig empfinde. So, und was auch YouTube in den Spam-Ordner packt, das sind zu lange Kommentare. Und solche wurden auch in den Spam-Ordner gepackt. Und es tut mir leid, die habe ich dann auch freigeschaltet. Aber manchmal tun die Leute das dann noch zwei, dreimal posten, weil sie denken, hey, wo ist mein Kommentar? Ja, und dann ist auch wieder erst recht. Also, ich habe darauf oftmals keinen Einfluss. Manche beschimpfen mich, ey, du hast meinen Kommentar gelöscht und ich weiß vor nichts. Heute habe ich Sabbelfieber. Mach's gut, Stratos City. Mach's gut, mein altes Ich. Au revoir. Es wird nichts mehr sein, wie es war. So, die tolle Brücke mit der Animation, wie wir es kennen aus Schwarz 1. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Dürfte ich wohl demütigst um eine Bitte äußern? Wärst du so gütig und kaufst mir eine Flasche Tafelwasser für 300 Pokédollar ab, da ich das Geld habe? Okay. Herzlichsten Dank. Wenn du mir schon ein Tafelwasser für den Preis von 300 Pokédollar abkaufst, was wohl gemerkt teurer als normal ist, musst du wirklich eine äußerst großherzige Person sein. Das werde ich dir mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ja. Hauptsache, ich habe das Ding wenigstens auch. Wenn ich es wahrscheinlich nie einsetzen werde, aber ja, der Wille zählt. Mann, was macht der denn da? Kann es sein, dass der einfach mitten auf der Himmelspfeilbrücke steht? Pixelige Wolken, okay. Ehrlich, haben wir durchaus gefeiert. In Schwarz 1, also ich mochte das, als wir hier angekommen sind. Nur wir gehen in Schwarz 2 alles rückwärts. Das ist für mich ein bisschen strange. Mann, habe ich einen Durst. So ein Tafelwasser, das wäre jetzt was. Hast du da nicht vielleicht eins für mich? Oh, was das denn? Okay. Klar. Ksch. Ah, diese Erfrischung. Jetzt bin ich wieder fit. Danke dir. Dann will ich mal einen Spurt zur nächsten Brücke hinlegen. Njong. Jo. Mein Resultat, ich habe 300 Pokédollar verloren. Aber wenn ich damit zwei Menschen glücklich gemacht habe, ist es mir das wert. Also, gemessen daran, wie viel Geld ich hier habe. Also im Real Life für 300 Euro, weiß nicht, habe ich nicht einfach so locker. Tut mir leid. Enttäuschung für die nächste Gamescom. Alle sind schon gedacht, ey, willst du mal eine Tafel, was für 300 Euro abkaufen? Was für eine Hammerkurve, oder? Es trägt sein Boing nach außen, dann beschleunigt man mit Swoosh. Und dann geht dabei ab wie eine Rakete. Und spricht halt, so spricht man halt in Ducatia City. Ich hoffe, das ist trotzdem verständlich. Ducatia City in Johto. Wow! Kennst du die Arena-Leiterin Bianca? Mit ihrem Miltank? Huiuiui. So, und da wären wir. Route 20. Schönen guten Tag. Überquert man von hier aus die Himmelspfeilbrücke, gelangt man nach Stratos City. Das heißt, die Himmelspfeilbrücke wurde mit Augenmerk auf größtmögliche Stabilität errichtet. Ich frage mich, was das für Pokémon waren, die sie gebaut haben und was sie sich dabei gedacht haben. Wissen sie denn Pokémon gemacht haben? Setzt man Fliegen ein, ist man freilich im Nu an seinem Ziel. Aber es gibt sehr wohl auch Leute, die diese Brücke auf herkömmliche Art und Weise erqueren, um nach Stratos City zu gelangen. Das soll's geben, ja? Herrlich. Gute Aussicht, ne? Das sind so Elemente in Schwarz. In der fünften Gen, die ich irgendwie mag. Ach ja. Und du? Es macht Spaß, im Wald herumzulaufen. Alles ist uneben und holprig. Und weißt du was? Es macht dir auch viel mehr Spaß, deine Pokémon kämpfen zu lassen. Alter, was ein Knirps! Silas, geh nach Hause! Obwohl, er hat einen Felino auf Level 60. Das ist für so einen Knirps gar nicht mal so schlecht. So, hast du nochmal die Ehre? Mein lieber Slimog, darfst du nochmal ran?
Das Felino sieht immer so geprächtig aus, ne? Man sieht die Rippen. Es hat keine Hände. Oh Mann, oh Mann. Tschüss, Felino. Ein Schallquab. Das müsste eigentlich meines Wissens Wasser sein und nicht irgendwie noch Boden oder... Warte mal, war das nicht die Vorstufe von dem anderen? Und irgendwie machst du schon definitiv die Vorstufe. Das ist ja... Wenn's Boden hat, sehe ich alt aus. Hat's aber nicht. Zum Glück. Nimm dies. Ne, ich kam durcheinander. Ich verwechsel auch oft Pokémon miteinander. Im Ernst. Dein Pokémon-Team ist total cool. Und du? Das Abholzen geschieht zum Wohle des Waldes. Das Bäumefällen überlassen wir den Pokémon. Das heißt, je mehr Bäume es gibt, desto schwächer werden die einzelnen Bäume. Bäume werden also zum Wohle ihrer Baumkameraden gefällt. Schicksal, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ganz im Ernst. Ich habe vor, beim nächsten Einhalt-Spezialmarathon mitzumachen. Dabei muss man von Rayone City aus dem Uhrzeigersinn ganz schnell Einhalt umwunden, ohne zwischendurch seine Pokémon zu heilen. Hä, was ist mit Pokémon zu tun zwingend? Stimmt es eigentlich, dass ein legendäres Pokémon im Innern dieses Waldes lebte? Du stehst voll im Weg, ne? Ich kann da nicht ins Gestrüpp. Du siehst aus wie ein Kind, aber deine Ausstrahlung ist ziemlich erwachsen. Vielleicht verschafft mir ein Kampf hier Klarheit über deinen Reifegrad. Tja, meine Erfahrung. Erzieherin Theodora. Sag die mit dem Owei, ne? Gönn dir doch mal so ein gepflegtes Alola-Kokobei. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Entwickler so viel an den alten Pokémon rum... Ich sag's mal, rummurksen. Warte mal. Was haben wir gegen den Wachmülltreffer? Weil, naja, irgendwie haben wir schon lange ein Fable für, ne? Das fing ja schon an mit zweite Gen, als plötzlich Baby-Pokémon kamen. Pichu, Fluffluff, Pi und all das. Oder hier, Cossilla, Elekid und so weiter. Aber, wie soll ich sagen? In der vierten Gen kam die ganze Entwicklung. Edovoltaik, Magbrand, Rihornior und noch viele mehr. Weswegen ich da immer so ein bisschen... Was macht der mit seiner Metallglocke? Was soll denn das? Wo war ich gerade stehen geblieben? Toll. Der Beulenhelm hat's beendet. Ich hab's gerade echt vergessen. Verdammt, ich habe mich so in mein Gespräch verrannt, dass ich nicht mehr hinterherkam. Ich wollte über irgendwas reden. Pokémon betreffend. Ich liebe den Anblick des Lichts, das durch die Baumkronen fällt. Ich hoffe, dem Pokémon, die im Waldleben, geht es genauso. Lass mich ganz kurz überlegen. So, ich wollte ja drüber reden, und zwar erst die Baby-Pokémon, dann die entwickelten, und in der sechsten Gen fingen sie an von wegen, ja, machen wir jetzt Mega-Entwicklung. Schön und gut. Aber jetzt die Alola-Formen und, die könnt ihr nicht lassen. Ich habe zwar keinen Drachen-Pokémon gefunden, aber dafür einen tollen Trainer. Ist doch selber, oder? Nee, im Ernst. Also, die erfinden ja auch jede Menge neue Pokémon. Haben die so viel Schaffensdrang, dass sie die alten immer noch weiter verändern wollen? Ich muss sagen, manche werden mich dafür verurteilen, aber ich bin kein Fan von den Mega-Pokémon. Von den Mega-Entwicklungen, ganz im Ernst. Irgendwie ist mir das nicht ganz suspekt. Doch ist es mir. Weil... Ich mach Max Sachs hier für dich. Das ist mir ein bisschen suspekt, man kann sie halt nicht sammeln, nicht im Pokédex. Man kann nur einen im Team haben. Man sieht die halt selten. Ist natürlich auch irgendwie cool. Wisst ihr, gerade deswegen. Gerade dadurch. Aber, naja. So, und jetzt die Alola-Form. Das wird genauso. Ich wette, ich gehe jede Wette ein. Es gibt davon irgendwie keinen eigenen Pokédex-Eintrag oder all das. Ich weiß nicht. Wie ist denn das jetzt in Zukunft dann? Achte Gen oder so. Was ist dann mit den Alola-Formen? Gibt es sie dann trotzdem noch? Wie wird denn das gehandhabt? Versteht ihr? Ich habe das Gefühl, oftmals machen die hier nach uns die Sintflut. Quasi, das ist die letzte Pokémon-Generation. So machen sie oftmals. Ja, was haltet ihr davon? Ich fand zum Beispiel schon die Weiterentwicklung irgendwie cool in der vierten Gen. Aber irgendwie...
bisschen herumgefuchtelt. Mega-Pokémon irgendwie komisch. Alola-Pokémon noch komischer. Was kommt als nächstes? Dann kommt die Region, die danach kommt. Was weiß ich? Statt tropische Inseln kommen... Weiß nicht. Gut, Französisch hatten wir ja in El Carlos. Vielleicht so Amerika angehaucht. Alles big und fett und... Ja, da kommen die Amerika-Pokémon immer. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß nicht, ich hätte ein Pokémon gehört, Menno. Das war ein Pokémon, ein Pokéball, der nach dir geschrien hat, Silvester. Da ist Silvester. Hast du nicht eine Karte bei den Looney Tunes hier? Der immer Tweety jagt? Der hieß Silvester, ne? Joa. So, Burmi. Matt. Wehr die Attacke ab. Ja, Mülltreffer ist halt nicht so zuverlässig. Dafür aber auch echt stark. Weg mit Burmi. Ach ja, so, Sichlor. Vor allen Dingen ist ja immer noch ein großes Mysterium, warum die ganzen Alola-Formen bisher, aktueller Stand jetzt, heute, hier und jetzt, nur bei Pokémon der ersten Generation auftauchen. Ne? Deswegen ist ja auch der Professor Heinrich Eich, der Bruder von Professor Samuel Eich, den wir kennen, der ist ja auch in Alola, gut braun gebrannt und will das erforschen. Habt ihr Pachas gehört? Für mich hörte sich das an wie ein Mew. Ja, das alte Phänomen, dass in der ersten Gen viele Soundfiles oder Rufe von Pokémon übereinstimmten. Manche, die meisten einfach nur schneller, langsamer oder verzerrt, aber manche sind einfach 1-1, wie Raupi und Goldini. Einfach dasselbe. Hey, Charon! Du kommst wie gerufen. Team Plasma soll im ewigen Wald gesichtet worden sein. Hilfst du mir bei der Suche nach ihnen? Ja, aber nicht jetzt. Da ich nicht weiß, wie viele es sind, wäre es nicht ratsam, auf eigene Faust nach ihnen zu suchen. Also gut, ich werde hier auf dich warten, bis du bereit bist. Haben wir doch schon einen Auftrag für den nächsten Part? Hallo Trainer, darf ich mal deine Habitatsliste in deinem Pokédex sehen? Lieber nicht. Ich würde gerne wissen, welche Pokémon im ewigen Wald leben. Du hast noch nicht alle Pokémon getroffen. Sag Bescheid, wenn alle Pokémon, die im ewigen Wald leben, in deinem Pokédex registriert sind. Alter, ich war noch gar nicht dort. So, und hier gibt's noch einen Doppelkampf. Wir verstehen uns prima. Und unsere Pokémon verstehen sich auch prima. Unsere Pokémon verstehen sich auch prima. Das ist doch prima. Prima Colonia. Romy und Ronda. Was haben die bloß nur Minun? Ja. Die Standarddinger für Doppelkämpfe. Oder das ist auch, das ist für mich auch eine Pikachu oder Pichu Misshandlung. Wenn man Schaufler geht nur auf einen, ne? Schade. Lichtkanone. Ja, und dann setzt man Pichu auch noch in Smash Bros. Melee ein. Aber das ist eine andere Geschichte. Das wollen wir jetzt nicht thematisieren. Ja, Obermittler. Aber für den reicht's ja fast trotzdem. Fast mit einem Two-Hit-Kill. So ein Erdbeben wäre es jetzt gewesen, ne? Liebe Leute, es freut mich, dass wir heute ein paar, ja, Trainer abarbeiten konnten. Den Wendelberg und diese Route. Denn ich sehe schon, die ist so gut wie vorbei. Den ewigen Wald gibt es dann im nächsten Part. Wir konnten heute über einiges reden währenddessen. Das hat mich sehr gefreut. Deswegen können wir die Konversation gerne in den Kommentaren fortsetzen. Wobei, was heißt vorsetzen? Bisher war es ja keine Konversation. Bisher war das ja nur... Ich laber meine Meinung ins Land. Oh, hier haben wir noch, hier geht's auch noch weiter. Munter, alles klar. Aber im nächsten Part erstmal hier die Richtung und ich werde mal Charon helfen, egal was da für ein Problem ist mit Team Plasma. Finden wir im nächsten Part raus. Danke fürs Ansehen, Daumen und bis dann und ciao!